Passau, Vilshofen, Deggendorf. Überall in Niederbayern trafen sich heute die großen Politiker der Republik zum verbalen Schlagabtausch. Für eine Partei jedoch ist Oberbayern der Dreh- und Angelpunkt des politischen Aschermittwochgeschehens. Die Piratenpartei Deutschland hält ihren PAM, den piratigen Aschermittwoch, bereits seit 2010 in Ingolstadt ab. Alles klar zum Ändern, hieß es deshalb heute Vormittag im Festsaal des Stadttheaters. Sie reisen nicht immer mit dem Schiff an, gerne auch mal mit dem Roller. Augenklappe und Papagei jedoch sieht man schon noch des Öfteren bei den Piraten. Und auch typisch Bayerisches. Lederhose und Laptop, das sei keine Erfindung der CSU, sagt die Partei und präsentiert den Defiliermarsch in der Techno-Version. Das ist da eine reine Persiflage auf diesen Aschermittwoch der Großparteien. Bei uns werden nicht die Großkopferten und die Spitzenkandidaten eingeklatscht, sondern wir klatschen uns alle selbst ein, obwohl halt das Hauptaugenmerk drauf liegt, den anderen Parteien einmal auch wieder mal richtig Kante zu geben, weil die meinen jetzt mit 3% Piraten, jetzt ist die Welt wieder schön, aber deren Zeit tickt noch um einiges mehr als die von den Piraten. Alte und junge Piraten sind gekommen, viele aus Bayern, aber auch Gäste aus Berlin, Schleswig-Holstein oder Niedersachsen sprechen die Kernthemen der Partei an, zum Beispiel den Schutz privater Daten. Es geht darum, dass sowohl Staat als auch Wirtschaft da gefälligst die Finger von lassen und wir Herr über unsere eigenen Daten bleiben, weil private Daten, das ist ja Privatsphäre, das sind Freiheitsrechte, Bürgerrechte sind da berührt und ohne einen starken Datenschutz ist eine Demokratie in der Informationsgesellschaft einfach nicht möglich. In den Umfragen schippern die Piraten derzeit bei 3-4%. Umso mehr rüsten sie sich für den Wahlkampf. Das Thema Berlin ist noch lange nicht abgeschrieben. Unsere Kanzlerin war ja nicht müde zu betonen, dass diese Bundesregierung die erfolgreichste seit der Wiedervereinigung ist. Und dem Faktencheck hält das einfach nicht stand. Ich habe mir mal die Fakten rausgesucht. Die Bundesregierung hat an verschiedensten Stellen in der Sozialpolitik, beim Armutsbericht oder in der Netzpolitik oder in der Europapolitik, in der Energiepolitik massiv versagt. Und das war heute das Thema meiner Rede. Als etabliert sehen sich die Piraten noch nicht, wollen es vielleicht auch gar nicht werden. Eine andere Form der Politik eben. Ich finde es einfach gut, die Meinungsfreiheit, die Transparenz, dass keine, diese Klüngeleien einfach abgehen, sondern dass einfach jeder, der was zu sagen hat, das auch sagen darf. Ob er jetzt Basismitglied in irgendeinem Vorstand oder sonst irgendwo ist. 11 Redner, knapp 200 Gäste und jede Menge Ideen. Mit dieser Bilanz des piratigen Aschermittwochs in Ingolstadt nimmt die Partei nun Kurs auf die anstehenden Wahlen.